So, und jetzt geht's ab mit der 4-4-4 Party. Yo. So, 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 mit viel, viel Geballer hier jetzt. Nicht mal richtig nachgeladen und ich kann schießen. Thompson, Thompson. Die lade ich mal nach. So. Die haben mir alle den Thompson bestimmt. Die haben mir alle den Thompson, deswegen kann ich jetzt mit der Thompson hier rumrennen. Die haben alle eine schöne Thompson. Warum wir alle eine Thompson haben, das ist so eine richtige Mafia-Waffe, finde ich. So, nachladen. Neues Magazin mitnehmen. Oder auch nicht. Wer kommt zuerst? So. Wenn wir der Thompson jetzt durchlaufen. Kein Problem für mich. Müssen wir mal wieder auf die Uhr gucken. Sag nicht, ich muss jetzt mal drauf. Gut, das überspringe ich mal kurz, denn wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. So, jetzt bin ich wieder hier an der gleichen Stelle. Und ich habe jetzt 4 Minuten dafür gebraucht. 4 Minuten haben wir auch davor gebraucht. Ist schon ein bisschen Ironie dabei. Aber hier gehe ich jetzt drauf, weil ich nicht weiß, was hier alles passiert, weil hier explodiert und immer wieder was. Jetzt will ich mir hier nicht ganz so sicher sein. Fahrstuhl? Nicht. What the fuck? Okay, ganz ruhig. Das gleiche so anhaben. Zu eklig. Ich jetzt Molotow. Hätte ich gewusst, was hier jetzt nochmal alles passiert, hätte ich hier jetzt mit dem Feuer Molotow geholt. So.
So. Was ist jetzt hier? Mason Gun. MP40. Thompson Gun. So, speichern. Endlich. Es ist schon irgendwie bekannt hier. Durch GTA weiß man, okay, hier. Es ist irgendwie wie GTA hier jetzt. Durch das Observatorium. Ach, rausblasen? Ja, gut. Ja, nee, es ist nicht gut zum Blasen. Machen wir das hier? Ja, das war, glaube ich, schon besser. Thompson. What the fuck? Jetzt bleibt mal ruhig, Leute. Ja, aber wie kommen, wollen die noch kommen? So. Ja, ich will auch nie reinrennen mit diesem Kampf. Das ist vielleicht auch keine ganz so gute Idee. Das Ding ist auch geil. Oh. Tommy ist ja leer. Jetzt endlich. Alter, der hat am viel überlebt. So, und jetzt kommt Hardcore-Match des Lebens. Bilde ich mal ein, jetzt muss ich mal kurz rechnen. Naja, Part ist eigentlich so. Ich mach das weiter, weil wir haben nicht viel Zeit. Ah, wer kommt denn da? Linux. Ich hab sie geschickt. Das ist eine Frechheit. Was haben sie dir gesagt? Leg Halo um und alles ist vergeben? Glaubst du ernsthaft, die lassen dich vom Haken nach allem, was du getan hast? Du hast doch keine Ahnung von den größeren Zusammenhängen. Aber dein Kumpel Joe hat den Durchblick. Nicht wahr, Joe? Verdammt, was soll das? Genau das könnte ich dich auch fragen. Loyalität ist eine komische Sache, hä? In unserem Geschäft gibt's keine Freundschaft. Hat dir das der gute Leo nicht beigebracht, als du ihm im Knast den Schwanz gelutscht hast? Eigentlich schon. Du bist nur eine Schachfigur, Vito. Mehr bist du nie gewesen. Wann begreifst du das endlich? Joe, du musst mir jetzt vertrauen. Glaubst du, die Bundespolizei juckt mich? Oder die alten Säcke von der Kommission? Die benutzen dich nur. Genau wie Clementi dich benutzt hat. Genau wie ich dich benutzt habe. Genau wie der dreckige Spitzel Henry dich benutzt hat. Du hast dich für dieses Stück Scheiße verbürgt, hast ihn bei mir angeschleppt. Und jetzt wirst du elender Schwachkopf dafür büßen. Jetzt, Joe. Hey, falls du vorhast abzudrücken, tu's einfach. Worauf wartest du? Vito! Knallen wir den Schwanzlutscher ab. Denk dran, worüber wir geredet haben, Joe. Willst du das alles wegwerfen? Oh, jetzt. Blick ihn um! Zwei. Sofort! Jetzt! Party hard, Leute! Los geht's, es Leute! Es ist vorbei! Gib mir Deckung, Vito! Das ist alles? Dann blüht dir was! Verdammt nochmal, leg die zwei Irren los jetzt! Zack, zack! Ich möchte dich nicht zum Feind haben.
Hat auch noch andere Sprüche drauf, der Junge. Nicht schlecht, was? Idiot, du hast keine Chance. Alle kannst du nicht umlegen. Das denkst du aber nur. Du bist komplett. Oh, das ist. Das ist. Ich freue mich schon drauf, wenn du krepierst. Bewegt sich das? Oh, die Dinger bewegen sich ja wirklich. Los, wird's bald. Sie sind nur zu zweit. Dafür sind wir hier die Besten im Raum. Das hat mir gefehlt. Wie damals während der Prohibition. So. Bin wieder da. So, jetzt. Weißt du was, Carlo? Oh. 10 Jahre lang habe ich nur Leute umgelegt. Ich habe sie für mein Land umgelegt. Oder für meine Familie. Ich habe jeden umgelegt, der mir in die Quere kam. Aber diesmal... Diesmal tue ich's für mich. Scheiß auf dich. Scheiß Wichser. Ich will nur hoffen, dass du weißt, was du hier machst. Keine Sorge, alles bestens. Wirst schon sehen. Tja, was hat er denn von dir gewollt? Oh, nichts. Er hat mir ein Angebot gemacht. Weiter nichts. Ja, da wäre ich auch drauf gekommen. Was für ein Angebot? Ich sollte dich erledigen. Dafür wollte er mich zum Kapo machen, mit einer eigenen Truppe. Eben das, was ich mir schon immer erträumt hatte. Ach so. Und warum hast du es nicht gemacht? Du schuldest mir noch $5, Mann. Na gut, Leute. Ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, gebt einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr natürlich mehr sehen wollt oder weniger. Und das kommt ja trotzdem weiter. Denkt dran, aber dass es noch knapp 20 Tage sind zu Mafia 3 und wir sind hier noch nicht lange noch nicht fertig. Wollt ihr mehr davon sehen? Ja, nein, Daumen nach oben, schreibt das und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Abonnieren, nicht vergessen.